Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der Zibruder-Baustelle. Und es geht weiter mit dem Linde-Gabelstapler und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit in die Planung. Ich habe nämlich schon ein bisschen was ausprobiert, wollte euch das zeigen und mal so den nächsten Gedankengang mit euch gemeinsam erleben. Schauen wir es uns mal an. Das ist jetzt aktuell Versuchsaufbau Nummer 1. So war ja ursprünglich der Plan. Heißt, ich habe jetzt hier hinten einfach einen Zylinder eingebaut. Habe ich im letzten Video schon kurz erklärt gehabt. Und das Ganze ist jetzt mit der Originalumlenkung. Das heißt, wenn ich den Arm hochfahre, gehen parallel beide nach oben. Ich zeige es euch einmal kurz hier an den Strom hängen. Ich habe mein mobiles Netzteil mal wieder aktiviert. Habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. So, wir haben jetzt 12 Volt drauf. Und dann schauen wir einfach mal, wie kriege ich denn das am besten geregelt. Vielleicht drehe ich das mal so um, dann seht ihr mehr. Ich habe nicht die Hand immer davor. So, ich glaube, jetzt geht's. So. Oder auch nicht. Ah. Ohne Strom, kein Bild. So. Vielleicht ein bisschen weiter auseinander, bevor wir hier einen kurzen verursachen. So. Also. So funktioniert die ganze Sache schon mal einwandfrei. Die Zylinder haben ja einen Endstopp im Endeffekt drinnen. Von dem her wäre ich jetzt soweit eigentlich schon mal ganz zufrieden. Ich muss euch gleich dazu sagen, den habe ich schon geschmiert. Also der ist schon die Schienen geschmiert. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Die Betonklötze haben ungefähr 430 bis 450 Gramm. Das heißt, wenn ich hier zwei drauf nehme, sind wir bei nicht ganz einem Kilo. Und jetzt kommt eigentlich das Hauptproblem. Ist schon rum. So. Also runter geht natürlich. Ja. So. Das heißt, so ein Klotz mit 430 Gramm, aber da quält er sich. Und das Problem ist aber nicht, dass es der Zylinder nicht macht. Das habe ich getestet. Der Zylinder würde das tatsächlich hochpressen. Das Problem ist aber, durch das, dass diese Schienen hier natürlich alle Plastik sind, relativ viel Auflagefläche haben, ist nichts kugelgelagert, ist nichts geführt. Es sind einfach die original Plastikschienen, die dieser Gabelstapler halt mit sich bringt. Die kosten Kraft und zwar immens viel Kraft, weil im Endeffekt das Gewicht, wenn ich das jetzt so halte hier, das zieht das ganze Ding nach vorne. Ich habe viel Druckpunkt, viel Auflagefläche beim Hauptarm tatsächlich über die ganze Länge, ja. Und das kostet einfach so viel Körner, dass da gar nichts passiert. Ja? Die zweite Variante, die ich mir ja überlegt habe, was mache ich? Ich hatte ja damals schon das Ganze zweigeteilt, das heißt, dass ich einmal den Hauptarm hochfahren kann und dann einmal die Gabel parallel hochfahren kann. Da hatte ich diesen Aufsatz hier und tatsächlich kann ich den hier jetzt einfach mit dazu bauen. Ich muss bloß einmal die Schnürdel rausbauen und dann können wir das hier machen. Ich mache hier mal vorsichtshalber aus. So, dann stellen wir den hier zur Seite und dann baue ich das jetzt einmal ganz kurz um und dann machen wir direkt weiter. So, das war der kurze Umbau. Ihr seht, ging jetzt relativ zügig. Wie gesagt, wir haben jetzt hier oben einen kleinen 12er Motor drin und eine Messingspindel, die jetzt einzig und allein für die Gabel zuständig ist. Und jetzt können wir einmal gucken, was würde die Gabel alleine hochbringen und was schaffen wir mit dem großen Zylinder dann auf dem Hauptarm. Ich nehme jetzt mal wieder zwei, also knapp ein Kilo. Und dann schauen wir mal, ob wir das schon mal nach oben bekommen und ob wir uns da vielleicht ein bisschen steigern können. Hier oben habe ich jetzt leider keine Dinger hingelötet. Ich hoffe mal, das fällt jetzt nicht gleich alles auseinander. So. Boah. Er quält sich, aber er läuft. So. Haben wir jetzt knappes Kilo. Ich fange mal nochmal runter. Aber wie ihr seht, wir fahren jetzt nur die Gabel. Legen wir noch einen drauf. Nicht ganz eineinhalb.
Ja, gut. Nicht ganz 2. 1,8, 1,9. Aber wie ihr seht, das ganze Ding macht hier auch schon die Biege vorne, gell? Also 2 Kilo für die Plastikgabel ist, schätze ich, dann auch die Schmerzgrenze. Hier haben wir jetzt übrigens keine Endabschalter drin. Das heißt, hier müssen wir wirklich gucken, was wir machen. So, wir gucken jetzt auch mal, ich lasse mal die 2 Kilo und wir stecken einfach jetzt mal um auf den Hauptarm. Denn das ist ja eigentlich das Interessantere, denn ich brauche ja nicht immer die ganze Höhe. Mir würde es ja reichen, wenn ich sage, ich kann nur einen Tieflader beladen oder sowas. Um das geht es mir ja meistens. Ich sage, ich kann irgendwo Material laden. Und jetzt schauen wir. Das geht. Auch das geht. 2,1 Kilo. Also die Variante würde funktionieren. Das heißt, wir haben einen Zylinder, der hier den Hauptarm bedient und einen zweiten, eine Spindel im Endeffekt, die die Gabel nochmal separat ansteuert. Das heißt, ich kann sagen, ich fahre hier natürlich größere Gewichte und kann dann vorne über den anderen Motor im Endeffekt nicht die großen Gewichte fahren, aber natürlich auch noch ein bisschen Feinabstimmung machen. So viel dazu. Das war jetzt mal Plan 2, den ich hatte. Funktioniert beides schon mal ansatzweise gut. Ich wäre auch mit dem einen Zylinder jetzt, ich sage jetzt mal, eigentlich schon mal ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ich habe mir noch was überlegt. Und zwar habe ich mir einen zweiten Zylinder bestellt. Und wir tauschen das jetzt mal aus. Das heißt, die Spindel vorne fliegt raus und dafür bauen wir hinten 2 ein. Und ich möchte nochmal wieder auf den Seilzug wechseln, einfach um zu gucken, wo würden wir hinkommen, wenn wir den Originalseilzug drin lassen, plus 2 Zylinder. Soweit, so gut. Ich musste jetzt natürlich ein bisschen was ausschneiden. Deswegen gab es jetzt hier einen kurzen Cut, weil ich das drüben am Dremel machen musste. Und ich hatte jetzt keine Lust, die ganze Kamera darüber zu bauen. Ich habe es halt ausgedremelt. So. Denn die 2 Zylinder brauchen natürlich jetzt wesentlich mehr Platz. Sind jetzt hier hinten drin. Ist nicht schön, einfach nur schnell mal Platz gemacht, dass die hier überhaupt reinpassen. Ja. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum jetzt wieder die Spindel hier vorne drin ist. Die 2 Zylinder brauchen leider Gottes so viel Platz, dass ich hinten die Originalbefestigung von dem Umlenkseil wegdremeln musste. Ist ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite ist mir leider auch ein Malheur passiert und es ist tatsächlich auch schon das zweite. Da ist diese Kugel einfach gesprungen. Ja, das heißt, so mit dem einfach einklicken geht eh nicht mehr. Ich habe es jetzt auch gefühlt die 100 Mal raus und rein. Ja, also das von dem her. So, ich habe jetzt mal eine Palette hier hergestellt. Die hat jetzt 2,6 Kilo. Und da würde ich sagen, das probieren wir jetzt einfach mal, was passiert. Wie gesagt, sind jetzt 2 Zylinder drin. Das sind übrigens die 30 mm die Sekunde, 30 Newton. Ich kann sie euch unten auch mal verlinken, die ich hier eingebaut habe. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch mal welche mit mehr, also langsamer, dafür doppelt so viel Kraft bestellt. Die sind irgendwo Transportweg und so. Ja. Dauert halt alles ewig. Genau. Also wie gesagt, die Umlenkung ist momentan nicht drin. Da muss ich mir überlegen, wie ich die hier passend machen kann. Und so, dass sie hoffentlich auch lange hält. Wie gesagt, jetzt ist erstmal die Spindel wieder drin. Das heißt, jetzt geht wieder nur der Hauptarm nach oben. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das Plastik das überhaupt mitmachen würde. Denn was hilft, wenn die Zylinder prinzipiell, keine Ahnung, 5 Kilo heben könnten, wenn natürlich irgendwann vorne die Gabel einfach die Gerätsche macht, gell? Und 2,6 Kilo, das ist schon jetzt eine Hausnummer. Ja, also ihr seht es, oh, da knackst es auch schon. Und da klingt da eigentlich auch schon aus. Also,
2,6 Kilo kannst du eigentlich vergessen. Mit der Originalbefestigung. Da sind wir drin. So, jetzt mal ganz unten. Mit der Originalbefestigung bzw. mit den Originalgabeln. Ich schiebe es mal ganz nach hinten. Vielleicht, wenn du was Schweres hast, was eben ganz nah an der Gabel anliegt oder sowas. Aber ansonsten, ey, das macht echt keinen Spaß. Ich hebe es jetzt gerade mal hoch. Ich ziehe es jetzt auch mal. Was ist jetzt nachgerutscht? Ich muss mal gucken. Oh. Ah, okay. Der war nicht ganz drin. Ja, ich weiß, das klingt furchtbar. So. War bloß die Mutter, die hat es ein bisschen rausgedrückt beim Festmachen. Also, so 2,1 Kilo, aber ihr seht, ja, das ist schon nicht mehr feierlich. Aber, da haben jetzt die zwei Zylinder überhaupt keinen Schmerz mit. So. Aber es knackst schon hier und da, also, bin ehrlich, mehr als 2 Kilo. Lasst es. So, mein Traum wäre jetzt natürlich, wenn ihr sagen, wir bleiben jetzt bei diesen 2 Kilo oder 1,8 oder sowas. Also 1,8, 2,1, 6 oder irgendwie so. Und hätte jetzt aber die Umlenkung drin. Und mit den Zylindern, die ich jetzt drin habe, oder mit den anderen, kriegen wir die nach oben. Wie gesagt, ich würde der Gabel jetzt einfach schon mal nicht mehr zutrauen. Und ich habe die ja schon verstärkt. Also die ist ja vorne und hinten auch schon dementsprechend verstärkt und verschraubt. Aber diese Gabeln selber, die sind noch original übrigens. Aber ja, ich weiß nicht. Klar, ihr könnt die auch nochmal verstärken. Werde ich vielleicht auch machen auf Dauer. Aber ich meine, das ist halt auch echt ein Gewicht. Ja, 2,1 Kilo. Ja. So viel jetzt mal dazu. Wie gesagt, ich warte jetzt mal auf die anderen Zylinder und überlege mir hier eine Variante, wie ich diesen Seilzug nachbilden kann, dass der jetzt hier auch reinpasst. Und dann schauen wir mal, was diese Zylinder bzw. die nächsten Zylinder dann einfach auch nochmal im Gesamten heben. Wie gesagt, übertreiben würde ich es nicht. Aber hier sind wir jetzt oder bleiben jetzt natürlich auch in dem Original Schienensystem. Das heißt, ich muss an dem Hubgerüst jetzt nicht unwahrscheinlich viel umbauen. Ihr habt es gesehen, die Zylinder sind ausgeschnitten, reingeklickt, festgeschraubt. Das hier oben ist im Endeffekt nur festgeschraubt, also das wird eingesetzt und nur von der Seite hin festgeschraubt. Der Rest ist unten an der Gabel dran. Ist also so relativ simpel und so will ich das auch haben. Und wie gesagt, jetzt werden wir dann aber hier und da vielleicht doch Abstriche eben am Gewicht machen müssen, weil es halt einfach nicht anders geht. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich gucke mal, wie gesagt, mit der Umlenkrolle und wenn die anderen Zylinder da sind, dann gibt es nochmal ein kurzes Update. Also gut, bis dann.